genau, das ist so, es ist genau. Was haben wir denn? Ich, ist das die Fenstertaste? Ich habe keine Ahnung. Ich bin zwar der Führer, aber ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt machen. Ich guck mal auf die Missionskarte. Ja, bitte. Er sagt, wir müssen da hinten hin. Wir haben hier noch ein unbekanntes Gebiet. Ja, haha, du bist lustig. Wo sind wir denn? Wird mir denn angezeigt, wo ich bin? Also, mein Pfeil zeigt in diese Richtung. Sammel Lithium für das Filtrationssystem, sagt bei mir. Steht bei mir Expedition. Also, ich habe hier noch so ein unbekanntes Gebiet. Historikerwurzeln. Sonntag früh völlig verpeilt. Jäger Großmaul. Ah, warte, ich muss nochmal hier kurz den Titel ändern, weil Rabbi hat natürlich wunderbar recht. Nee, kann ich nicht, das kann ich nicht. Dementsprechend gibt es jetzt eine persönliche Message an einen besonderen Menschen. Als kleines Dank. Persönliche Message. Spielt nicht an andere rum, wenn jemand zuschaut. Das ist mal, was du da sagst. So. Jetzt haben wir einen neuen Titel drin. Danke, Rabbi, für die Aufmerksamkeit. Dass beziehungsweise du spielt nur an euch rum, wenn jemand zuschaut und lasst euch dafür bezahlen. Ja, spielt nur an euch rum, wenn ihr ein auf Pornhub seid. Genau. So, Rabbi hat's gelesen. Oh, es kommt von Herzen, liebe Rabbi. Es kommt von Herzen. So, Mira, du hast mehr Plan als ich. Nein, aber ich hab hier Eisen. Okay. Wo bist du denn hingerannt? Weg. Gut, das kann ich verstehen. Hallo, nimm das scheiß Eisen. So, ich habe auf jeden Fall Gizmo bei mir, das heißt, wir sind fast safe. Muss ich es jetzt halten oder? Ja, ich muss halten. Er hat nur nicht gehalten. Ja. Dankeschön, Gizmo. Danke. 7 Monate schon. Ja, mit der Gizmo. Das ist nur noch ein paar Monate mit Bartheim. Was beginnt. So. Ich glaube, wir haben Mira verloren. Weil nein, ich bin nur hier in eine Richtung gelaufen. Hab gedacht, da geht's weiter. Ach, hier ist Lithium. Nachts. Und jetzt muss man den Steinbruch freiräumen, verdammt. Oh. Oh. Oh oh, was sind das für Viecher? Muss ich ihn drücken? Wo seid ihr denn hin? Naja, wir sind unserer Spur gefolgt. Wir haben Lithium gesammelt. Mein Problem ist, ihr macht mir keine Spur. Okay. War das oben oder runter? Hoch, hoch, hoch. Ach, da meine. Wahrscheinlich, weil ihr schon drin seid. Ey, ihr seid schon drin. Ja. Tag, ich habe euch gefunden. Sehr gut, endlich. Oh, die sind ganz schön aufdringlich. Ah, ich habe mich. Oh, falsche Knarre. Oh, ich habe nur falsche Knarren, scheiße. Warte, ich beschütze dich, damit du es erstmal umstellen kannst. Oh, sieht gut aus. Öffne das Tor. Link. Ach so, na, das ist jetzt wieder der Scheiß. So, bist du keine... Doch, du bist eigentlich. Warum bist du jetzt... Du bist eine Waffe. So, ich guck mal, ob es da immer noch Loot gibt. Oh, hier ist eine Lootkiste. Okay, doch, passt. Lohnt sich aber nicht wirklich für mich. Naja, kann man verschrotten halt. Ja, ja, das stimmt. Geh schon mal zur Tür und wartet dort auf. Lasst euch mit mich stressen, wenn du deine Waffen noch umstellen musst. Nee, es ist okay, ich war nur auf der Schrotflinte. Meine Waffe leuchtete. Wunderschön, Schatz. Leuchtete. Leuchtete. Hat sich gefühlt. Ich brauche meine Liebe. Wer skypt mit mir? Wieso bin ich böse? Ich skype mit dir. Ich mache auch mit dir WhatsApp-Call. Ah, da geht's. Also wir können noch hier umgucken. Meine Spur geht doch. Hier ist eine Höhle. Aber die Spur geht hier in die Höhle. Ja, aber wenn wir hier mal schauen. Ach, hier ist Lithium. Oh, hier. Ach, in der Höhle. Ja, ja, in der Höhle ist Lithium. Ich sammle das mal schnell auf und hier ist noch eine Lootkiste. Dann komme ich aber auch zu euch. Was ist dir? Ja, ganz okay. Noch einer. Hey Boss, glaubst du wirklich, der Plan des Docs funktioniert? Klingt nicht gerade, als würdest du Bestätigung suchen. Nein, ich will wissen, ob du Sehnsucht nach dem Tod hast. Ja, ich habe Sehnsucht nach dem Tod. Geht es um Chana? Sie hat ihre Gründe, Jakob. Und die wirst du wohl einfach akzeptieren müssen.
Ich hab den Verdacht, es wird nicht lange halten. Ah, so, und dann reden wir mal heute über die Organisation eurer Urlaubstage. Das heißt, ihr seid ja bald gar nicht mehr verfügbar. Ja. Sozusagen, also, ich glaube, nächste Woche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das sind jetzt quasi die letzten Streams vor unserem Urlaub. Okay, also genau, dann hatte ich es richtig auf dem Schirm. Das heißt, wir werden das heute natürlich auch obsessiv genießen. Und für eine andere Waffe. Aua, ich hätte irgendwas angeschossen. Ah. Schön, dass die Hunde teilweise an mir vorbeirennen, weil sie nur auf dich losgehen, Mira. Gehen wir noch? Nö. So, Zwischensequenz. Alles gut. So. Oh, schade, ich hab gedacht, wir springen wieder. Nee, jetzt kommt ein Vieh. So. Ein großes Vieh. Wo ist es denn? Da hinten. Ach, da vorne ist es. Ich friere es ein, Gizmo! Ich fackel es ab! Oh, da kommen noch kleine Viecher. Hallo? Wie friere ich auch ein? Ah, warum? Achso, weil ich keine Muni mehr hab. Schön, ich hab keine Muni mehr! Na, muss mal gucken, hier fliegt irgendwelche mal rum. Hier liegt welche bei mir. Oh. Ich versuche auch mal nicht durchzulaufen, sodass sie nicht da bleibt. Gerade ist eh wurscht. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich gucke mal. Ich komm. Ah, super. Also einmal hatte ich ja noch. Ja. Auf. Das Vieh ist nicht ganz ohne. Aber es ist tot, sehr gut. Und es viel lässt gut fallen. Oh, da ist Muni. Muni. Ja, nehmen Sie gleich mit. Hier vorne liegt auch noch welche. 20! Oh Gott, da kommt ja noch ein Vier. Kaputt! Jetzt nimmt der Mann die Muni weg. Hier ist hinter dir ist egal. Muni. Hier. Ich sehe nämlich keine Muni. Da ist keine Muni. Achso, okay, dann ist die nur für mich da. Dann habe nur ich die gesehen. Da bin ich mir mal unsicher, ob wir die dann noch alle sehen. Ja, ich weiß nicht, Ronny. Jetzt habe ich noch 20. Oh, oh. Sahedi, ich habe das Lithium. Hervorragend, her damit, dann mache ich den Luftreiniger fertig. Muss ich schnell springen. So. Muss ich jemand ausrüsten? Ja, das ist falsch im Moment. Ich würde gerne mal schauen. Ja, dann schließe ich mich an, weil ich habe auch ganz viel Kladderadatsch bekommen. Ja, ich hoffe, dass da eine vernünftigere Waffe drin dabei ist, als das, was ich habe. Ich glaube aber nicht. Ich habe auf jeden Fall einen tollen Helm. Der gefällt mir. 6 Magazin. Ein Magazin. Oh, ein 6 Magazin. Ein 6 Magazin. Ist das der Playboy? Hahaha, ihr seid so unlustig. Ja. Ich find mich lustig. Ja, du brauchst ja heute auch ganz viel Liebe. Ne? Ich glaube, ich nehme verzweifelterweise die schlechtere Waffe. Wenn ich dir heute Abend wieder den Flügel abfahre, hast du mich dann nicht mehr so lieb. Nein. Kann ich zerlegen? Warum kann ich nicht zerlegen? Du musst sie markieren und dann kannst du sie zerlegen. Ja. Aber ich glaube, deine Waffe hat Elektrostöße. Die ist kaputt. Die macht komische Figürchen. Meine? Die gehört? Ja. Nein, die ist so. Die blinkt. Ja, so werden die Gegner langsam, wenn ich drauf schieße. Na so. So, wir lassen heute Morgen übrigens den Stream noch durchlaufen, was die Zahlen vom aus dem Juli betrifft. Die Top-Points-Zahlen, dem Member of the Month gibt es zum Ende des Streams. Bin fertig. Sehr gut. Wir haben auch, ich habe keine Ahnung, wer bei uns Member of the Month ist. Kannst du ja einfach schauen nachher, wenn du streamst. Und kannst es ja heute zu Ende führen.
Ah ja, heute gibt's ja auch noch. Heute ist der erste, vergiss nicht. Ja, heute ist der erste, aber mein Gott, man kann das ja mal ein bisschen Ermessensspielraum und so. Hier ist eine Loot-Kiste. Ich bräuchte eher eine Munitionskiste! Sorry. Bin ja, nicht das verstehe ich, aber... Wo sind meine Goodies? Wo sind meine Goodies? Wo sind meine Goodies? Ich glaube, wenn wir da runterspringen, geht irgendwas los. Wahrscheinlich. Gut, Gizmo ist irgendwo. Ich mach noch meine Waffen weg hier. Ach so. Ach so. Entschuldigung. Ich guck, ob ich den entdecke. Ich hab gesagt, ich bin fertig. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst, ich nicht. Ja, ja, ich bin davon ausgegangen, so wie Gizmo immer relativ eigentlich schon in den Startlöchern steht da, und ist bereit da, ist da. Zu fighten. Hi. Nein, das ist ja gar nicht Gizmo. Schau mal, das wäre Gizmo. Ich glaube, hier stehen. Fall da hinten. Ja, ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich mir knapp was abgemacht habe. Das hast du richtig gemacht. Komm hier. I'm dancing. Morgen ist 9:30 in Deutschland. Wir haben 9:40 in Deutschland. Ja, es ist kurz vor 10:30. Das ist okay. Das ist ein spätes Knuppert. Alles geht nun. So. Okay. Und hier kannst du noch was weg. So. Oh, weiter geht's. Da unten. Wir können doch noch da schauen, wenn du willst. Aber geht wieder zurück. Dann denkst du, da geht's zurück? Wie doof. Wir müssen zu Zahedi. Zahedi? Daran kann ich mich noch erinnern. Da blinkt was. Naja, ach so. Aber der steht doch schon, der Pfosten. Ja, aber da blinkt was, das heißt Muni. Das ist meine Flagge. Naja. Ja, bei mir ist es meine Flagge, wenn wir die einmal gedingst haben. Ja, ach so, wir müssen es damit reisen. Moment, zum Reisen gedrückt halten. Und du willst, dass wir dahin gehen. Komm. Wollen wir das machen? Nee, du willst, dass wir da hingehen. Ah, reisen. Jetzt müsst ihr zustimmen. Haben wir extra heute noch gewaschen, damit Gizmo sich nachher an mir schnuppern kann. An den Nuppern? Er kann mir einen mir schnuppern. Wenn du ihm in den Arsch fährst. Ja, wenn wir heute Abend kuscheln, wo bist du denn? Das Tod, hör auf. Ich glaube nicht, dass... Hast echt Glück gehabt, alter Mann. Warum kommt sie nicht mit? Wenn wir durchkommen, muss jemand auf den Koffer und mich aufpassen, wenn du nicht da bist. Hör zu, Alter. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. Bitte, wir brauchen dich. Oh Mann, echt jetzt? Echo. Sie legt uns rein. Die will sich doch bloß bei uns einschleichen. Sie spioniert für Corrigan. Ja, ich hab auch eine Glaskugel. Irgendwo läuft es noch über den Lautsprecher. Du weißt das. Und meine Verbindung. So viel kannst du mir gar nicht abgeben von eurer Beute, Freak. Man hat's doch gemerkt. Wir verfolgen ein Sorry. Signal von der anderen Seite der Anomalie. Alles gut. Wenn wir es finden, verbinden wir uns wieder mit der Floris und holen uns die Nachschubkapseln. Wir sind ganz schön aggressiv zueinander. Halt Dr. Zahedi am Leben und halt dein blödes Maul. Dann kriegst du schon deinen Anteil. Es könnte doch erklären, warum mein Mikrofon irgendwas gefunden hat eben. Scheiße, ich glaub's ja nicht. Backup! Ja, ja, ich weiß schon, sie nervt. Aber wenn du sie nochmal anrührst, auch nur einmal, dann überfahre ich dich mit dem verdammten Truck. Wow, es ist eine richtig große, schöne Familie. Und Jacob ist irgendwie bei mir in dem Reifen drin gewesen. Okay, ne, bei mir stand er davor. Okay. Also, ich möchte mal bei Zahedi
Das ist Jacob. Ja. Wo ist Sahidi? Da ist Sahidi. Jetzt kommt los. Olli, wenn die beiden also, anderen ja für drei Wochen. Warte, entschuldige. Olli, wenn die beiden anderen ja für drei Wochen im Urlaub sind, hätte ich eine Idee für die Zeit zum Gamen. Hätte ich auch was für dich, Rabbi, was dir entgegenkommt, was wir extrem lange nicht mehr gespielt haben. Ich weiß, dass Mira uns das nicht übel nimmt, wenn wir das mal wieder spielen. Wir müssen es noch vortesten. Was denn? Aber ja. Ja, Phasmo. Achso, ja, könnt euch. Wir haben ewig kein Phasmo mehr gespielt und Rabbi spielt das ja auch unwahrscheinlich gerne. Könnt euch. War das auch deine Idee, Süße? Mal gucken, was sie so vorschlägt. Bin gespannt. Oh, nee, das, ich bin nicht raus. Ich will doch wieder rein. Mach ganz viel Schweinkram mit. Also, was blühen könnte, ist, dass, weil wir nichts finden, was wir zusammenspielen können, Schatzi. Jein. Das ist nicht die Waffe. Doch, das ist die Waffe, die ich hab. Dass wir Destiny spielen. Schatzi und ich. Ohne dich. Das ist okay. Das ist okay. Besteht eine Chance 30% kritischer Treffer, 50% Leben. Also ich bin gerade so überfordert. Ich muss erstmal gucken. Ich muss erstmal den ganzen Gelumpert, was ich im Inventar habe, muss ich erstmal alles von. Obwohl Rolli jetzt ja auch Destiny hat. Welches das? Destiny 2 oder was? Ja. Mit alle PSC? Alle Addons sind im Game Pass. Also ja, theoretisch hätte ich es auch. Ich wüsste noch nicht wann. Wir müssen noch Montags. Ja, genau. Es verpflichten wir Rolli sogar dafür unsere Montagsstreams. Aber man, der hat auch sowas wie Arbeit. Ja, und das ist montags. Also gut, mittlerweile geht's ja, habe ich ja. Warum nimmt der denn hier nebenbei auf? Entschuldigung, der macht hier gerade eine Aufnahme nebenbei. Das soll der gar nicht machen. Ja, müssen wir in Ruhe sehen. Also wie gesagt, ich muss da nicht zwingend damit dabei sein. Wir haben was ganz ist viele Superprojekte. Ist auch so ein bisschen wie Satisfactory, auch ganz cool gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das habe, ob das beim Gaming Pass ja drin ist. Ist mit drin, ja? Ja, zumindest auf Xbox. Ich habe Videos von Spielbär gesehen, finde es auch sehr niedlich. Habe mich aber damit noch gar nicht beschäftigt. Aber cool ist es auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier endlich mal Dinge zerlegen kann. Was zur Hölle willst du? Bin gerade zu blöd. Ich will doch hier nur was genau markieren. Machst du für Corrigan? Wie kann ich denn markieren? Alles, was man dem restlichen Kanonenfutter nicht anvertrauen kann. Tiere nach Name? Zum Beispiel diese Hexe jagen und ihren Arsch herschleifen. Wie konnte man denn eine du Waffe also markieren? Nie selbst kämpfen? R3, genau, so geht's. Natürlich kämpfe ich auch. Aber eben ich fand's cute und am Ende kann man es auch zu viert spielen. Sehr cool. Dafür haben wir schließlich das Kanon. Gerne, Rabbi. Da lass uns doch einfach in Ruhe drüber schreiben. Beziehungsweise, wenn wir Phasmo spielen. Spannung zwischen dass wir dieses Entertainment verdammt sozusagen aufrechterhalten, das Niveau von hast den beiden. Hast du auch Visionen wie die Wahrsagerin? Kann man da in Ruhe quatschen. Und ich beschäftige mich diese Woche einfach mal mit Astroneer und dann kriege ich da eine ganz cute Rückmeldung. Aber danke für den Vorschlag, ich finde ihn gut. Hör mal. Und sehr gerne, liebe Rabbi. Ich bin in Trenchtown geboren. So, hab mich die Leiter hochgekämpft, Sprosse für Sprosse. Und das Miststück da? Die Hälfte ihrer Visionen ist schon. Ich komme mir vor wie als 16-Jähriger, als ich mir das erste Mal Corrigan meinen Körper entdeckt Ständer habe. Bei magischen Mutanten. Okay. Darum soll ich sie ihm zurückbringen. Naja, es ist so hier, ich drücke die ganze Zeit was und nichts passiert. Ja, so war das mit 16 auch. Sag mir mal, was du alles so hast. Und ich weiß, ja, too much information. Dein Team ist ja ein echtes Pulver. Oh. Nun, es soll ach, ja du bist schon mein Herzensdame. Herzensjunge. Ich, Dame, ja. Ich bin ja, die Dame. Du bist auch meine Herzensdame. So, ich bastle mir meine Ausrüstung. Bei Bailey, was kann denn Bailey? Keine Ahnung, wie sie redet. Und ich werde viel Freizeit haben, während du da draußen so tust, als würdest ja, okay, du die Welt retten. Ich rette die Welt, verdammte Bitch. Alles, was ich repariere. Hi, Mochi, einen wunderschönen Morgen. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Sie kommt rein, das erste, was ich sage. Ich rette die ganze Welt, verdammte Bitch. Hey, das ist fachmännische Arbeit. Die kostet was. Niemand zwingt dich, was zu tun. Vielen Dank für deinen Follow, liebe Mochi. Vielen, vielen Dank. Du aus diesem Selbstmordkommando rausholen. Du hast ja einiges an Ausrüstung. Ja. Ja. Ich kann mir Schuhe kaufen.
ein Ressourcenangebot. Was kann ich denn noch? Oh, ja, Schrott. Baby, gib's mir. Was soll her? Ich bin auch noch da. Was labert die mich denn hier so von der Seite? Oh, jetzt habe ich ihres. Oh, egal. Ich bin blöd. Hast du was Falsches gekauft? Ja, ich habe jetzt Ressourcen gekauft und habe gedacht, wenn ich mehr Ressourcen habe, kann ich ihre Sachen, mehr Sachen von ihr kaufen. Ne, die will nur Schrott. Okay. Toll. Will die alte Schrott. Ich gucke gerade mal wegen der Mission, die wir machen könnten. Ja, bitte, gucke mal. Mitmachen. Das sage ich nichts drauf. Nein, Gizmo und ich, wir machen heute Nachmittag wieder einen flotten Fünfer. Vielleicht auch einen flotten Siemer. Wir sind sehr gespannt. Guten Morgen, liebe Mutti. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Du hattest ein schönes Wochenende bisher. Schön, dass du da bist. Schön, danke für dein Follow. Nice to see you. So, jetzt gucke ich mal. Ach hier, Leder, Eisen. Also Verkauf. Wir können hier noch ein bisschen was machen. Dann machen wir das, weil ich habe eh keinen Schrott. Also ich habe eh keine Kohle. Ja, mein Problem ist eher nur, dass ich nichts markieren kann. Nicht verfolgen. Na, welche Mission hast du gerade drin? Da, lokale Mission. Ich habe die Expedition drin, ich könnte aber zum Beispiel noch vorschlagen, Skype-König oder Start. Ja. Skype-König, ja, hast du läuft jetzt. Das heißt, okay. Ich muss jetzt auch auf meine Missionskarte gehen und dann kriegst du von mir die eindeutige Definition. Jo, machen wir. Okay, Hab ich. Und dann müssen wir, glaube ich, da lang. Ach, dann müssen wir reisen. Moment. Ich komme zu dir. Und der sagt, wir müssen dann, glaube ich, dahin. Weil wenn du auf die Karte guckst, haben wir ja noch das eine Bücher und dann diese Tatze. Ja. Ich glaube, das können wir noch machen. Dann machen wir das so. So, dann mache ich jetzt mal hier Reisen. Reisen, ich muss gedrückt halten. Was? Mochi hat sehr wenig geschlafen, aber yay, Wochenende, ich bin noch nicht richtig wach und das erste, was ich höre, Mira brüllt Bitch. That's life. Ja, das habe ich seit 3 Jahren um mich herum und ich genieße es jeden Tag. Ich bitche sehr viel. Ja, jeden Tag reden wir zum Glück nicht. Nein, aber regelmäßig in der Woche in der Regel einmal quatschen wir mit dem Minimum. So. Also in Streams bitche ich ja eher rum als. Das stimmt. Da schimpfe ich ja eher rum als in normalen. Bist du ganz lieb. Gizmo, komm, du läufst in die falsche Richtung. Oh, also also ich habe jetzt die Woche, ich weiß gar nicht mehr an welchem Tag, da war ich ein bisschen genervt. Und ich stand am Bus, wollte einsteigen, habe aber erst noch jemanden rausgelassen. Und dann haben sich so 2 Teenies an mir vorbeigedrückt und an denen auch in den reinen Bus. Und ich so, oh yo, Bitches, aussteigen lassen wäre schon mal was. Und das war eigentlich, war das gedacht zum Denken. Ich wollte das eigentlich nur denken, aber aus irgendeinem Grund hat mein Mund da mitgeredet. Und der Blick von denen, der war so, der war ein bisschen unbezahlbar. Ich glaube, das war Mittwoch. Du weißt doch, einmal Ordnungswidrigkeit wegen Beleidigung, ja, 150 Euro. Und Blicke von Jugendlichen, die nichts damit anfangen können, unbezahlbar. So, ja, ich glaube, die konnten schon sehr gut damit was anfangen. Ich möchte das nicht. Das ist halt doch gut. Konnte ich mich nochmal entdecken? Ah, X ging in Deckung. Ja, genau. Bei mir ist es A, glaube ich. A lange drücken. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Kämpfer. A lange drücken. A getroffen. Du schießt ein bisschen lange. Komm, jetzt stirb! Oh, er kommt auf mich zu, er möchte ein Autogramm. Oh, jetzt lacht er. Lauf. Wie war... Gut, so war Nahkampf. Das war gut. Da ist noch einer oder ist er tot? Am Mittwoch? Ja, Mittwoch. Was ist Mittwoch? Achso, die beiden. Achso, okay, gut. Dann bin ich ruhig. Nicht, dass ich hier mit meinem kleinen Gehirnwindung wieder was vergessen hab. Ja, ich war auch gerade so diese. Hä? Hä? Ich weiß nicht, ob ich Mittwoch kann. Ich Freitag nie kann. Digga.
Krieger. Weil, kommt noch ein Panzer da. Wir wollten... Ich merk's. Du hast ihn gebremst. Achso, das für den Bridges. Ah, okay. Jetzt, ich hing auf dem Schlauch. Achso, ja, das war Mittwoch. Da gibt's man die ganze Zeit rumschreit, er brennt und er ist nackt, da bin ich eh schon. Da brennen durch. Ja, für mich darf es auch mal nackt sein. Was hat der widerstanden, der Drecksack? Heil mich lieber! Da! Vergiss mal nicht, wir machen am 13. September machen wir Wien unsicher. Nackt. Gemeinsam. General. Oh, ich hab anscheinend zu viel Muni. Eben gar keine, ist zu viel. Ab 12. Ja, ab 12. Da fahre ich ja da dann von St. Gallen rüber. Genau. Oh, au. Oh. Halt da, stirb. Ich habe auch viel zu viel Munition, hier geht's halt. Da bin ich auch zufällig in Wien. Ich weiß, weil du ja Mira zum Bahnhof schaffst und wir werden auch ja nachmittags abends anreisen. Je nachdem, muss mal gucken. Weil wir sind ja noch an dem Tag im Dachsteingebirge. We're in control.